Ich zeige euch heute, wie ich zu Hause meinen Schinken mache. Und zwar war ich jetzt beim Metzger und habe ganz frisch 8 wunderschöne Stücke mit je circa 1 Kilo Schweinelachse gekauft. Das wird wunderbare Lachsschinken. Schaut mal, 8 Stücke, circa 8 Kilo, jedes circa, wie schon gesagt, 1 Kilogramm. Dann haben wir hier eine Schüssel, denn ja, wir brauchen natürlich Bögelsalz. Davon habe ich einen ganzen Eimer. Der reicht wahrscheinlich mein Leben lang. Dann sind es hier immer 32 Gramm Bögelsalz. 32 Gramm Bögelsalz pro Kilo Fleisch. Und ein Esslöffel von meinem Gewürz, von meinem Barbecue Rub 1.0. Den verlinke ich euch natürlich mit unten drunter. Könnt ihr euch gerne bestellen, wenn ihr wollt. Das Gewürz und das Bögelsalz werde ich jetzt vermischen und dann wird das Fleisch damit gewürzt, gebögelt, gerubbt. Auf geht's. Hallo bei Holgers Grillen. Ich hab noch keinen Grund. Bitte verstehen mein Verhalten. Anzeichen der Ablehnung. Vermischen wir das schön, das Gewürz mit dem Bögelsalz. Natürlich braucht man auch dazu ein Seidelbier und ein wenig ein Küchenpapier. Ja. Wenn man das dann schön verrührt hat, dann nimmt man sich das erste Stück Fleisch und dann wird es schön richtig eingerubbt. Ja. Ja. Von allen Seiten. Weil es ist ganz wichtig, die Bügellage. Ja, natürlich dunke ich das jetzt alles noch ein wenig drauf hier, was in der Schüssel ist. Ja, damit jedes Fleischstück gleich viel Anteile hat vom Gewürz und vom Bügelsalz. Jawohl, so schaut es aus, wenn es fertig ist. Das Ganze mache ich jetzt natürlich mit alle 8 Stücke und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. 8 Stücke Fleisch mit je ca. 1 Kilo habe ich jetzt gebügelt und gewürzt. Jetzt muss ich den Vakuumierer holen, denn ich werde immer 4 Stück zusammen einvakuumieren, denn so kommen die dann für ca. 4 bis 5 Wochen in den Kühlschrank. Auf der einen Seite habe ich das jetzt doppelt zugeschweißt. Dann krempel ich da einmal um. Ja. Da steckt man jetzt das Fleisch rein. Ich versuche immer 4 Stücke, man kann es natürlich auch einzeln machen. Also sicherer ist es, wenn man es einzeln macht. Ja? Aber weil ich das jetzt schon öfter gemacht habe, aber wenn man es einzeln macht, ist natürlich einfacher. Falls was kaputt geht, ist man auf der sicheren Seite. So, dann habe ich die 4 Stück. Krempel den Rand wieder um. So. Und auch hier mache ich dann eine doppelte Schweißnaht. Schön vakuumieren und schweißen. Jawohl, und so schaut das erste Paket dann aus.
Und das zweite mache ich jetzt natürlich auch. Und dann kommt es für mindestens 28 Tage in einen Kühlschrank. Und im Kühlschrank lege ich das rein. Und alle, also mindestens alle zwei Tage, wird es einmal rumgedreht. Dann wieder. Am besten ist natürlich jeder Tag, aber zwei Tage. Du zahlst einmal mal rumdrehen, rumdrehen. Und das 28 Tage lang. Macht da nichts, wenn es länger ist. Und dann zeige ich euch, wie man sie räuchert. Vier Wochen ist es jetzt her, dass ich die zwei Pakete eingeschweißt habe und habe sie im Keller im Kühlschrank gebracht und täglich einmal gewendet. Jetzt ist es soweit, dass ich das erste Päckchen auspacke mit vier Stück. Das zweite kommt noch ein paar Tage in einen Kühlschrank, denn ich gebe mir noch vier Stück in meinen Räucherofen. Das ist aber nicht so schlimm, wenn die länger drin bleiben. Das macht überhaupt nichts. Die wasche ich jetzt ab und dann hängen wir die im Keller zum Vorbrennen auf. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da sind sie also, meine ersten vier Schinken. Die, ja, die brennen jetzt hier vor, die habe ich abgewaschen. Und ja, so in zwei Tagen, kommen die dann raus in den Räucherofen, in meinen Räuchergrill. Wie schon gesagt, vier Stück bringe ich immer rein. Perfekt. Ja, natürlich muss man ab und zu einmal im Keller nachschauen, ob die noch draußen sind. Das ist ganz klar. Also dann, wir sehen uns in zwei Tagen draußen beim Räucherofen. Zwei Tage war der Schinken im Keller zum Vorbrennen. Da ist er jetzt. Schön schaut er aus, gell? Ja, richtig schön. Ist noch schön weich. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie es weitergeht. Wir werden jetzt die Räucherschnecke, das ist eine Schnecke, die hat hier so Petten. Die werden jetzt gefüllt mit Buchenholzspäne. Komplett voll mache ich die. So schaut dann die Räucherschnecke, Sparbrand nennt sich das, an, wenn er gefüllt ist. Und da vorne, da glimmt es, da glüht es. Und das Ganze dauert so ca. 12 Stunden, bis es durchgeglüht ist. Das heißt, das Fleisch wird jetzt für 12 Stunden im Rauch verschwinden. Da drin raucht es jetzt ganz leicht. Ganz leichter Rauch steigt auf. Hängen wir das Fleisch dazu. Eins und zwei. Immer zwei Stück nebeneinander, so dass sie sich nicht berühren. Ja. Drei und vier. Und kommt es wieder rein. Schön rein. So. Und das Ganze bis morgen früh. Dann hänge ich die in einen Keller wieder für 12 Stunden. Am frühen Abend tue ich sie wieder raus. Wieder 12 Stunden. Und das Ganze mache ich viermal. Viermal 12 Stunden räuchern und viermal 12 Stunden im Keller ruhen. Und dann ist der Schinken fertig. Das heißt fertig, wir hängen ihn dann im Keller noch ein wenig ab, bis er eine schöne Festigkeit hat. Und dann schneiden wir ihn an. Ja, zur zweiten Runden räuchern bringen wir den Schinken natürlich wieder raus. Und natürlich auch am zweiten Tag geht es genauso weiter wie am ersten Tag. Nur, dass der Schinken jetzt schon ein wenig eine Farbe gekriegt hat. Schön, gell? Und jetzt hängen wir ihn wieder rein. Und lassen wir da drin übernachten. Das wird natürlich eine prima Brotzeit. Prost! Heute ist Start mit dem dritten Räuchertag und sie sehen schon wunderbar aus. Schaut einmal. Ja, wunderbar. Dritter Tag. Die hänge ich jetzt gleich rein zum Räuchern. Und meine anderen vier Freunde, die dürfen euch nicht vergessen, die wasche ich heute ab und hänge in einen Keller. Denn die sind dann, wenn in zwei Tagen die fertig sind, dann sind die vier Tage lang dran. Heute ist der vierte Tag. Der letzte Tag der Räucherung, die vier Stücke kommen jetzt noch einmal, nein, Räucherofen für ihre vierte Runde. Und da hinten seht ihr schon den frischen, den habe ich ja schon gestern raus.
Und so hat er am Anfang ausgesehen, so hell, gebügelt und gewürzt und jetzt abgewaschen, dass man da mal den Unterschied sieht. Deshalb zeige ich euch das jetzt. Und wenn der dann morgen fertig ist, dann kommt der dran, 4 Tage lang. Ja, heute bei seiner letzten Räucherung, ja, bei seinem 4. Räuchergang kommt er dann 4 Tage in den Keller, solange wird der andere dann geräuchert und dann schneiden wir den einmal an und probieren aus, okay? Einen Schinken habe ich mir rausgesucht für die Probe, denn die mache ich jetzt. Gedauert hat das Ganze, ja, 28 Tage gewürzt und gebügelt im Kühlschrank, dann 2 Tage im Keller vorgebrannt, macht 30 Tage, dann haben wir 4 Tage geräuchert und jetzt haben wir 4 Tage im Keller abgehängt. Also somit kommen wir auf genau 38 Tage, wo man braucht, um einen guten Schinken zu Hause selber herzustellen. Aber dafür kommt jetzt die Belohnung. Wow. Schau da mal. Gut, da schneide ich jetzt mal ein paar Scheiben runter, gell? Das Ganze ist natürlich ein totaler Traum. Frisch geräuchert der Schinken. Ich habe euch das alles unten in der Infobox zusammengeschrieben. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Herrlich. Geht einfach nachzumachen, wirklich ganz einfach. Naja, was soll ich sagen? Ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Servus, euer Holger.